Planzer ist ein Schweizer Familienunternehmen, geführt in der dritten Generation im Bereich Logistik und bietet breite Dienstleistungspaletten an rund um Themen wie Transport und Lagerlogistik. Die meisten von unseren 68 Standorten haben eine Umschlagsplattform. 13 davon sind Bahncenter, das heisst, das sind Umschlagsplattformen mit Gleisanschluss. In unserem Kerngeschäft im nationalen Stückguttransport sind die Umschlagsplattformen das Herzstück quasi vom ganzen Transport. An diesem Standort dürfen wir eigentlich jeden Morgen rund 25 Bahnwagen empfangen. Wir müssen natürlich dann in einer kurzen Zeit umgeschlagen werden. Das heisst, wir haben einen Zeitsprung von rund 3 bis maximal 4 Stunden. Die ideale Situation für unsere Mitarbeiter ist natürlich, den ganzen Prozess ohne viel Aufwand können zu machen. Das heisst, nicht absteigen vom Stapler, dass er einen durchgängigen Arbeitsfluss machen kann. Auf dem Markt prüfen wir Technologien, die unsere Prozesse vereinfachen können und auch den Arbeitsalltag der Mitarbeitenden können deutlich angenehmer gestalten. Proglove ist bei uns über alle Umschlagstandorte mittlerweile ausgerollt. Der Vorteil im Proglove ist natürlich dadurch, dass es sehr leicht ist, einfach zum Bedienen, dass man die Hände frei hat. Ich kann normal Ware bepacken, entpacken. Wir können Scan-Reichweite bei der Etikette bis auf 10 Meter, wo wir einen Lagerfeld-Scan machen können. Mit dem Daumen kann man hier drücken und dann tut es gerade scannen. Vorher haben wir so einen grossen Scanner gehabt, wo wir immer müssen extra absteigen und das noch nachher scannen. Und dann haben sie nicht auf die LKW schießen. Also wir sind jetzt mobiler geworden und haben die Informationen, die wir vorher nicht hatten. MAC Display wird jetzt im Bereich Umschlag, Logistik, Transport wird jetzt durchgetestet für einen Picker, der Material rausnimmt, weiss er relativ schnell, in welches Regal muss er gehen, was für Material muss er picken und kann das natürlich so weiterverarbeiten. Vorteil von MAC Display verspreche ich mir natürlich, dass wir, ich sage, andere Ausgabegeräte wie Handy oder Tablets ein bisschen reduzieren können, dass wir die Informationen, die wir eigentlich brauchen, schnell direkt auf dem Display nachher dann sehen.